Morgendliche Übung an einem freundlichen Herbsttag beim Ledningsregimentet, 70 Kilometer westlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Geübt wird die Abwehr feindlicher Panzereinheiten mit Minen. Es ist mit 1300 Angehörigen ein großes Regiment und ein besonders fortschrittliches. Aufgabenbereiche: Cyberaktivitäten via Internet, Kommunikation, Fernkriegsführung und auch Meteorologie und Ozeanografie. Für alle Waffengattungen: Heer, Marine und Luftwaffe. Geschützt wird das Regiment auch von einfachen Soldatinnen und Soldaten, Wehrpflichtige wie diese. Für ihre Ausbildung ist der junge Offizier Max Lindblom verantwortlich. Er kennt seine Truppe. Klar denken auch viele hier daran, dass es ernst werden könnte. Aber ich glaube vor allem, dass die Moral gestiegen ist, auch durch die neue Wehrpflicht. Nicht nur bei der Truppe, sondern auch in der Zivilbevölkerung. Insgesamt ist die Moral dadurch gestiegen. Schweden hat dieses neue Wehrpflichtsystem, bei dem alle mit 18 gefragt werden, ob sie ihren Militärdienst ableisten wollen. Aber nur wenige müssen am Ende wirklich. Funktioniert das? Ja, schon. Das Ziel ist gerade, dass wir 8000 Wehrpflichtige jedes Jahr aufnehmen. Und während des Aufnahmeprozesses wird ergründet, wer wirklich mitmachen möchte und wer nicht. Es wollen aber immer viel mehr, als nötig wäre. Am Ende haben wir daher nur diejenigen, die auch wirklich hier dabei sein wollen. Und wie geht es den Wehrpflichtigen? Angst vor einem echten Einsatz hätten sie nicht, sagt etwa Simon. Ich bin schon stolz, meinem Land zu dienen. Wir haben eine wirklich gute Verteidigung. Und sie bringen uns sehr viel bei, zum Beispiel, wie man mit Waffen umgeht. Das soll hier viel intensiver sein als in anderen Ländern, habe ich gehört. Weil sie uns vertrauen, dass wir machen, was wir sollen. In Schweden wird Teamgeist großgeschrieben. Der Krieg in der Ukraine hat die Ansicht bestärkt, dass dies auch für eine moderne Armee wichtig sei. Diese Minenattrappen wiegen 10 Kilo. Nicht so ganz leicht, wenn man sie durch die Landschaft schleppen muss. Aber die schwedische Armee macht es schon seit Jahren so, dass die Soldatinnen und Soldaten langsam an den Dienst herangeführt werden. Sie werden langsam in der Fitness aufgebaut. Es wird nicht rumgeschrien ohne Sinn, sondern es wird zusammengearbeitet. Und durch die Vorgänge in der Ukraine fühlt man sich bestätigt. Es geht darum, zusammenzuarbeiten und keine strikten Befehlsstrukturen einzuhalten wie in der russischen Armee. Perfektes Englisch, auch für internationale Teamarbeit, kein Problem in Schweden. Wichtig für die Zukunft. Denn nach Jahrhunderten der Bündnisfreiheit soll Schweden jetzt gemeinsam mit dem Nachbarland Finnland Teil der NATO werden. Die Ukraine hat ja von internationalen Partnern viel Unterstützung bekommen, Munition und Waffen. Das ist natürlich auch für Schweden wichtig. Partner, mit denen wir gemeinsam kämpfen und von denen wir Nachschub bekommen. Großen Widerstand gegen das schwedische Beitrittsgesuch im Mai gab es kaum. Selbst die Sozialdemokraten schwenkten um, nachdem klar war, dass der Nachbar Finnland beitreten will. Schweden und Finnland erhoffen sich von der NATO-Mitgliedschaft nicht nur Schutz, erklärt der Militärexperte Jakob Westberg. Sie könnten mit modernen Armeen auch viel zum Bündnis beitragen. Wir haben schon seit einigen Jahren Stück für Stück angefangen, unsere verschiedenen Waffengattungen zu modernisieren. Das fing lange vor dem aktuellen Kriegsgeschehen an, nach der Besetzung der Krim durch Russland 2014. Damals haben wir wieder angefangen, in die nationale Verteidigung zu investieren. Russland als Bedrohung, das sei bei vielen Schweden eine leicht zu aktivierende alte Vorstellung, meint Westberg. Das gilt auch für die Finnen. Sie demonstrieren Wehrhaftigkeit nach einer langen Historie kriegerischer Auseinandersetzung mit Russland. So wie hier in diesem Frühjahr gibt es längst auch Manöver mit internationalen Partnern, obwohl die Türkei bislang die Ratifizierung des NATO-Beitritts Finnlands und Schwedens blockiert. Sie versucht, als Gegenleistung für die Zustimmung eigene Interessen durchzusetzen. Bei nur 5 Millionen Einwohnern hat Finnland inklusive Reservisten ein Potenzial von fast 900.000 Soldatinnen und Soldaten, die aktiviert werden können. Wir haben immer konsequent gehandelt. Wir haben über all die Jahrzehnte ein gewisses Niveau aufrechterhalten, während sich die übrigen europäischen Länder auf Krisenbewältigung konzentriert haben. Bei uns dagegen stand immer die nationale Verteidigung im Mittelpunkt.
Lange war die finnische Öffentlichkeit gegen eine Bündnismitgliedschaft. Mit Russlands Angriff auf die Ukraine schwang die Meinung um. Bisher war eine Mehrheit der Finnen gegen die NATO-Mitgliedschaft. Aber in diesem Frühling hat sich alles verändert. Die Menschen fühlen sich bedroht. Auch die Idee vom Einsatz nicht konventioneller Waffen verängstigt sie. Daher ist die Verteidigung nicht genug. Wir brauchen auch ein Bündnis zur Sicherheit. Auch der östliche Nachbar tat stets das Seine, um diese Furcht lebendig zu halten. Peinlich die Strandung eines sowjetischen U-Boots in der idyllischen Inselwelt vor Stockholm im Oktober 1981. Immer wieder hielten Berichte von sowjetischen und russischen U-Booten Schweden und die ganze Welt in Atem. Ein ganzes Land machte sich auf die Pirsch nach U-Booten. 11-mal führten Russland und Schweden in der Geschichte Krieg. Im Armeemuseum in Stockholm lagern bis heute erbeutete Flaggen aus einer Schlacht mit dem Zarenreich. An dieser schmalen Durchfahrt durch die Schieren stoppten die Schweden am 13. August 1719 eine russische Invasionsarmee auf dem Weg nach Stockholm, nachdem diese ganze Landstriche verwüstet hatte. Bis heute finden Anwohner Kanonenkugeln im Boden. Eigentlich längst vergessen. Doch der Historiker und Journalist Johann Romin glaubt, dass durch den Krieg in der Ukraine Wunden wieder aufbrechen und alte Sympathien für Russland verschwinden. Russland war in den letzten 550 Jahren eine Bedrohung für Schweden. Allerdings gab es auch immer Menschen, die Russland oder die Sowjetunion unterstützt haben. Zum Beispiel während des Kalten Krieges. Von Menschen, die eher links standen. Sie haben regelrecht zu Russland aufgesehen. Aber jetzt ist das Misstrauen gegen Russland gewachsen. Und bedrohliche Situationen rücken aktuell näher. Es ist zwar weiterhin unklar, was hinter den Beschädigungen der Nord Stream Gaspipelines Ende September in der Ostsee steckt, doch die EU geht von bewusster Sabotage aus, direkt vor der schwedischen Küste. Der Schutz kritischer Infrastruktur rückt entsprechend immer mehr in den Fokus, auch der Skandinavier. Als würden sie gemeinsam einen Ausflug in die Wildnis wagen, treffen sich Johan Middenby und Karl Petersson in Kungsängen bei Stockholm. Doch ihr Anliegen ist ernst. Sie überwachen heute die Übung einer Truppe, die in Schweden seit 1940 eine besondere Rolle spielt. Die Hemvärnet, die freiwillige Heimwehr. Sie soll auch die heimische Infrastruktur schützen. Das anstehende Manöver, koordiniertes Vorgehen bei einem schweren Unfall. Es ist so realistisch wie möglich angelegt. In den vergangenen Jahrzehnten halfen die Freiwilligen der Hemvärnet vor allem zivil, etwa bei großen Waldbränden. Doch in jüngster Zeit rückt auch eine andere Aufgabe in den Vordergrund, Schweden im Ernstfall gegen Feinde zu verteidigen. Seit dem 24. Februar ist die Situation natürlich ernster geworden. Aber wir haben die Landesverteidigung auch früher als wichtige Aufgabe wahrgenommen. Auch in Zeiten, als die reguläre Armee immer weiter geschrumpft ist. Da hatten wir das Gefühl, eine wichtige Rolle bei der Verteidigung zu spielen. Was hat sich seit Februar verändert? Also, jetzt bewerben sich einfach viel mehr Schweden als früher für die Hemvärnet. In meiner Trainingseinheit sind es tatsächlich 25% mehr. Und 5.000 würden gerade gerne noch zusätzlich eintreten. Johann ist fester Ausbilder bei der Hemvärnet, in der 22.000 Männer und Frauen dienen. Viele haben, so wie er, auch in der regulären Armee gedient. Bei Übungen wie dieser arbeiten alle zusammen. Zivile Rettungsflieger, Feuerwehr, Armee und Hemvärnet etwa. Es ist wichtig, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Es ist ja klar, dass die Armee nicht genug Ressourcen hätte, um alles alleine zu machen. Also arbeiten hier alle zusammen, zivile und militärische Einheiten. Das sind alles Profis. Mediziner und Soldaten zum Beispiel. Und alle profitieren davon, hier zusammen zu arbeiten. Ihre Waffe, die sie bei angespannter Lage auch nach Hause mitnehmen dürfte, hat Anna Lindesteen erstmal zur Seite gelegt. Die Krankenschwester weiß genau, was bei dieser Unfallübung zu tun ist und muss im Chaos entscheiden, wer zuerst behandelt wird. Ihren Verdienstausfall für bis zu 8 Tage Übung bekommt sie erstattet. Dennoch war der freiwillige Dienst in Zeiten der Abrüstung wenig populär. Doch das Ansehen hat sich stark verändert. Kräfte aus allen möglichen zivilen Berufen sind im Einsatz.
Das ist das Tolle. Jeder kommt mit dem Know-how aus seinem zivilen Leben hierher, mit so viel Erfahrung. Wir vereinen das hier alles und heraus kommt was ganz Tolles. Das ist wirklich Wahnsinn. All in the same pot and out comes pure gold, really. It's absolutely amazing. Ihre Eltern sehen das Engagement mit unterschiedlichen Gefühlen. Was hält deine Familie von dem Job hier? Meine Mutter findet das nicht so toll, aber sie ist zumindest froh, dass ich nicht im Ausland arbeite, sondern in Schweden. Mein Vater findet den Einsatz aber super. Also das ist ein bisschen gemischt. Für eine NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland muss die Türkei noch ihren Widerstand aufgeben. Ob es dafür Zugeständnisse etwa im Umgang von NATO-Staaten mit der kurdischen PKK oder bei Waffenlieferungen an die Türkei geben wird, ist noch nicht abzusehen. Und ob die Hemvärne dann so wie die reguläre Armee in Schweden Teil der NATO werden soll, ist ebenfalls noch unklar. Auf jeden Fall ist die Freiwilligenarmee hoch motiviert, nicht nur bei zivilen Einsätzen zu helfen, sondern auch an der Seite der regulären Armee zu stehen, um mögliche Feinde abzuschrecken und Schweden gegen Angriffe zu verteidigen. Wie lange es noch dauert, bis Schweden und Finnland wirklich in die NATO eintreten und ob das am Ende alles so klappt, bleibt abzuwarten. Unterdessen geht in Frankreich die Angst um, dass die Industrie infolge des Krieges zusammenbrechen könnte. Welche sozialen Folgen das hätte, das hat unsere Korrespondentin Anna Arendt vor Ort recherchiert. Zu guter Letzt abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr unsere Nachrichten aus dem In- und Ausland nicht verpasst.